ja, mit dem E-Bike und dem Fahrradwohnwagen fahren und gleichzeitig den Akku mit der Sonne aufladen, sodass man eigentlich unbegrenzte Reichweite hat, sofern die Sonne scheint. Das war mein Traum und das versuche ich euch in diesem Video zu zeigen. Ja, hallo Fahrradcamper-Freunde und alle, die es noch werden wollen. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich sitze hier an einem herrlichen Ort. Ich habe eine unheimlich weite Aussicht. Ich kann so 3, 4, 5 Kilometer weit gucken. Ja, inmitten von Wiesen, Wäldern, Feldern. Ja, und heute habe ich mich gefragt, ob es möglich ist, bei meinem E-Bike mit dem Fahrradcamper und dem Solarfeld, was ich drauf habe, während der Fahrt meinen Akku wieder aufzuladen. Also nicht einfach unterwegs mal eine Rast machen und dann laden, sondern einfach in dem Moment, wenn ich fahre. Ja, und ob das funktioniert und wie das funktioniert, das seht ihr gleich. Bleibt dran. Ja, hallo zurück. Ja, wie gesagt, es geht um mein E-Bike und ob ich das während der Fahrt beim Fahren laden kann. Das habe ich natürlich erstmal vorher getestet und habe mein Netzteil, also das Ladegerät von meinem Fahrradakku, in die Steckdose gesteckt, habe es angehängt an den Akku und habe das Fahrrad eingeschaltet und mal kurz getreten und soweit funktionierte das. So, und da habe ich dann überlegt, ja, dann müsste das sicherlich auch gehen während der Fahrt. Ja. Und dann habe ich da überlegt, in welcher Konstruktion kann ich das so ausführen, dass das funktioniert, ohne dass man großartig technische Vorkenntnisse braucht oder einen Haufen installiert und durchmisst und irgendwelche Geräte braucht. So, ich habe das immer bewundert bei Enduro René oder auch bei dem Olli, die haben das alles dran und einen Haufen Schnickschnack und so weiter. Ich habe gedacht, das muss doch vielleicht auch ganz einfach zu lösen sein, indem ich einfach während der Fahrt mit meinem ganz normalen Ladegerät lade. Ja, aber wo kriege ich 220 Volt unterwegs her? Und da habe ich mir dann gesagt, ich habe ja den Wechselrichter, der 300 Watt abgibt. Das Netzteil, also das Ladegerät, braucht ungefähr 120 Watt. Ja, und ich habe meine Powerbank drin mit 360 Wattstunden. Ja, und habe gedacht, okay, mit ein bisschen Unterstützung durch das Solarfeld müsste das eigentlich funktionieren. Ja, und dann habe ich überlegt, wie ich das am besten installiere. Ja, da musste ich leider ein Loch in den Boden meines Campers machen, um da das Kabel durchzuziehen. Aber ist vielleicht nicht so schlimm, ist ja bloß von unten und das werde ich dann auch noch vernünftig abdichten. Ich habe diesen ganzen Aufbau jetzt erstmal so ein bisschen provisorisch gemacht, weil ich noch nicht sicher war, ob das wirklich alles so funktioniert. Ja, was mein Problem war, das Ladegerät hat ein sehr kurzes Kabel nur gehabt. Ja, und ich musste sehen, dass ich das so hinkriegte bis zum Akku am Fahrrad. Es hat gerade so funktioniert, aber notfalls würde ich das nochmal verlängern, weil das gefällt mir noch nicht so ganz. Das ist mir ein bisschen zu knapp. Aber ich habe auch getestet, es funktioniert auch, wenn ich mit dem Fahrradcamper auf engen Stellen wenden will. Ich kann das einschlagen und so weiter und das reicht trotzdem aus mit dem Kabel.
Ja, ein bisschen Bedenken hatte ich jetzt, dass der Akku vielleicht dadurch zerstört wird und habe mir vorsorglich noch meinen zweiten Akku mit eingepackt, so dass ich, wenn unterwegs irgendwie was schief geht, ich dann trotzdem einen Akku habe, um damit wieder nach Hause zu kommen. Ich bin zwar jetzt nicht so weit von zu Hause weg, aber muss ja nicht unbedingt sein. Und gut, zerstören würde ich meinen Akku natürlich auch nicht, aber es hat gut funktioniert bis jetzt. Ja, ich habe das während der Fahrt jetzt eben noch ein bisschen zusätzlich mit Gaffertape gesichert, weil mir das doch zu wackelig war. Und jetzt hält es erstmal ganz gut. Ist ja ein Provisorium, das soll ja nicht so bleiben. Ging ja erstmal darum, um zu testen, ob es überhaupt funktioniert mit dem Laden. Und das sieht bisher ganz gut aus. Also ein Balken mehr als vorhin. Vorhin waren es zwei Balken, den dritten hat er geladen, jetzt lädt er von dem vierten Balken. Ich werde jetzt weiterfahren und dann mal sehen, dass ich so ein bisschen Richtung Norden fahre, damit ich dann auch voll die Sonne auf das Solarfeld kriege, weil das ist natürlich jetzt momentan im Schatten, solange ich Richtung Süden fahre. Ja, es ist schon komisch, wenn man vorne auf die Anzeige guckt und ich sehe da zwar nicht, dass geladen wird, aber whoops, während des Fahrens ist da plötzlich ein Balken mehr. Und ja, wenn das so weitergeht, ist der Akku wieder voll und ich komme an meinem Ziel und habe eigentlich nichts verbraucht. Stimmt ja nicht ganz, ich habe während der Fahrt nachgeladen. Ja, wie funktioniert das Ganze nun? Also ihr habt ja gesehen, ich habe ein Solarfeld hinten drauf. Es sind 100 oder 120 Watt. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, was ich da gekauft habe. Ja, und dieses Solarfeld habe ich ja schon die ganze Weile drauf und lade damit im Grunde meine eigene selbstgebaute Powerbank. Die hat 30 Amperestunden. Ja, und mit 12 Volt macht das im Grunde 360 Watt. Ja, 360 Watt sind, wenn die Solaranlage gut lädt, in meiner selbstgebauten Powerbank dann drin. Und damit habe ich dann abends zum Beispiel über einen Wechselrichter und meinem Ladegerät denn meinen Akku geladen. So, jetzt läuft es einfach so. Solarfeld lädt, geht über den Laderegler an meine Powerbank. Die Powerbank gibt das auf 12 Volt wieder raus. An meinen Wechselrichter, der das von 12 Volt auf 230 Volt hochtransferiert. Ja, und da schließe ich dann ganz einfach das normale Ladegerät meines E-Bikes an und habe das Kabel durch den Wagen nach außen am Fahrrad entlang geführt, also an der Deichsel und dann am Fahrrad entlang geführt, so dass letztendlich das Kabel bis zu meinem Akku reichte und der Akku dann in dem Moment geladen wird. Das ist die ganze Kette. Ja, manche werden jetzt sagen, das Ganze ist ein bisschen umständlich, weil ich so viele einzelne Elemente habe und da kann natürlich auch immer mal eins kaputt gehen, dann funktioniert gar nichts mehr. Aber ich fand das von der Sache am einfachsten, ehe ich jetzt überlegen muss und einen Physikkurs machen muss, damit ich hier alles verknüpft und verknorkelt kriege und das programmiert kriege, habe ich gedacht, okay, ich habe alles da, ich muss es bloß so einbauen, dass es während der Fahrt im Grunde vernünftig dran ist und dass es auch funktioniert. Ja, das hat wirklich super gut funktioniert. Ich habe nicht erwartet, dass das so gut und so einfach geht. Und letztendlich könnte ich jetzt theoretisch mit meinem Fahrrad unbegrenzt fahren, wenn das Wetter schön ist. Und am besten natürlich in Richtung Norden. Zurück wird es dann schwieriger, weil ich die Sonne von vorne habe und das Solarfeld natürlich dann hinten nicht so viel Sonne abkriegt. Aber im Großen und Ganzen bin ich damit sehr zufrieden und ich werde mir das jetzt auch fest installieren, sodass ich das auch bei jeder Fahrt machen kann. Weil es ist auf jeden Fall einfacher, als immer jedes Mal den Akku zu wechseln.
Ja, und als Reserve habe ich ja trotzdem noch meinen zweiten Akku dabei. Falls die Sonne mal nicht scheint, komme ich also trotzdem noch ein paar Kilometer weiter. Ja, und man braucht jetzt auch nicht unbedingt eine eigene Powerbank, die man selbst gebaut hat, sondern man kann sicherlich auch eine Powerbank nehmen von den verschiedenen Anbietern, die es so auf dem Markt gibt. Macht das Solarfeld an seinem Fahrradcamper vernünftig fest, also schnallt es irgendwie drauf, passt auf, dass es richtig fest ist und ihr das nicht unterwegs verliert. Ja, so günstig sind sie ja nun auch nicht. Ja, und lädt dann während der Fahrt die Powerbank. Ja, und von der Powerbank könnt ihr dann auch versuchen, direkt euren Fahrradakku zu laden. Passt bloß ein bisschen auf, dass ihr das Kabel nicht irgendwo einklemmt oder knickt oder dass es unterwegs reißen kann. Also es muss schon so sein, dass es ein bisschen Spiel hat. Ja, scheinbar funktioniert das bei meinen Akkus sehr gut. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es bei allen Akkus geht. Bei manchen Fahrrädern wird es während der Fahrt nicht gehen mit dem Aufladen. Das weiß ich gerade, was neuere Fahrräder angeht. Ich habe ja nun doch noch ein recht altes Modell. Ja, und wo es natürlich nicht geht, da muss man sich dann doch was anderes ausdenken, wenn man das so machen möchte. Aber bei mir hat es gut funktioniert und da bin ich recht stolz drauf, dass das so klappt. Ja, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Ich werde hier noch einen kleinen Kaffee trinken, hier so am Kornfeld. Es ist wunderschön hier in der Natur. Und ja, bevor ich mich aber verabschiede, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst sicherlich schon, Anfang September, nämlich vom 2. bis 4. September, findet in Gera Wünschendorf wieder das Fahrradwohnwagentreffen statt. Der Jörg von E-Bike Camping und Kajaktouren hat ja schon mehrfach darauf hingewiesen. Ja, und wenn ihr euch dafür noch anmelden wollt, ich blende mal hier unten die E-Mail ein, dann könnt ihr das gerne noch tun. Schön wäre es natürlich, wenn ihr ja euren eigenen Fahrradcamper schon habt. Ja, alle, die jetzt bauen und noch nicht sicher sind, sollten denn erst sich anmelden, wenn sie auch wissen, dass sie das schaffen bis dahin. So, und einige haben auch gesagt, sie kommen vielleicht mit dem Zelt vorbei und übernachten dort im Zelt. Das ist auch möglich. Meldet euch an, wenn ihr dabei sein wollt und wir sehen uns dann vielleicht dort beim Fahrradwohnwagen treffen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss und ciao, sagt euer Camper Marco.